In einem Monat ist es endlich soweit. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 wird in Südkorea angepfiffen. Wer das Sportereignis des Jahres kaum noch erwarten kann, den beamt Electronic Arts bereits jetzt mit einer erstklassigen Simulation mitten in das Turnier der Weltelite. In dem Titel FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2002 können Sie eines der Originalteams der diesjährigen WM zum Pokal führen. Dabei legt EA vor allem auf die Präsentation Wert. Herrliche Introsequenzen mit Lasershow und dem siegessicheren Einlauf der Stars, die unter tosendem Beifall die authentischen Stadien betreten, holen die WM-Atmosphäre live zu Ihnen ins Wohnzimmer. Wer wünscht sich da noch eine Fernsehübertragung? Beim Anpfiff hat man es dann allerdings mit dem bereits bekannten actionlastigen FIFA-Gameplay inklusive der nicht sonderlich intelligenten Computerkicker zu tun. Das bewährte Passsystem lädt nach wie vor zu präzisen Ballabgaben in den freien Raum ein. Besonders an den Torschüssen hat EA weitergefeilt und dafür gesorgt, dass man das Leder nun noch realistischer im Netz platzieren kann. Leider lässt sich die Weltmeisterschaft nicht zu zweit und nur in der vorgegebenen Gruppenkonstellation durchspielen, wodurch der Titel für die Besitzer von FIFA 2002 nicht unbedingt zum Pflichtkauf wird. Dafür hat der Entwickler die Grafik aufgebohrt und wartet mit PS2-Profis auf, die ihren realen Vorbildern wie aus dem Gesicht geschnitten sind.